Digital Business Podcast is the result of over 1,000 conversations with millionaires, multimillionaires, and billionaires. Your host, Matthias Walter Ezer, who runs his own private equity firm today, shares his business experience in investment banking, private banking, and private equity with exciting guests from all over the world. Julian, ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen bei uns im Podcast, im Digitale Prozesspower Podcast. Du bist mir ja schon seit mehreren Jahren bekannt und ich freue mich heute ganz extrem, dass ich dich hier bei uns in der Show begrüßen darf. Und wer dich nicht kennt, du bist wahrscheinlich einer der jüngsten und erfolgreichsten Medienunternehmer im deutschsprachigen Raum. Du bist bekannt dafür, dass du den Status quo gerne mit deinen Werken und mit deinem Tun in Frage stellst und dass du dich einfach differenziert am Markt positionierst. Also du bist keiner von vielen, sondern du bist wirklich ein Unikat. Du bist eine Marke geworden, die von sehr, sehr vielen, auch von sehr bekannten Individuen und Institutionen sehr geschätzt wird. Und im Rahmen des heutigen Interviews würde ich einfach gerne auf dein Erfolgsgeheimnis im weitesten Sinne eingehen. Denn du hast ein Format, das nennt sich Erfolgmagazin. Darauf werden wir sicherlich noch genauer eingehen. Und dein Titel ist ja auch irgendwo dein Lebensmotto. Denn so wie ich es von außen vernehmen konnte, hattest du einen relativ normalen Start mit deiner kaufmännischen Ausbildung, hast dich dann aber in einigermaßen kurzer Zeit sehr, sehr weit nach oben gearbeitet. Also du bist ja vor allem auch als Lobbyist bekannt geworden, dass du also sehr stark im Hintergrund deine Netzwerke spinnst, diese auch nutzt und weiter expandierst. Und die meisten werden dich vielleicht jetzt innerhalb unserer Show nicht kennen, weil wir ein Podcast sind, der sich sehr stark auf das Thema Digital Business konzentriert, also etwas sehr Fachspezifisches. Da bin ich raus. Genau. Du bist eher auf der konservativeren Seite der Medienlandschaft. Wie würdest du dich denn selber in einem Satz beschreiben, wenn dich jemand nicht kennt und keine Ahnung hat, wer du bist und was du machst? Ich wurde mal gefragt, wie beschreibe ich Kindern, was ich mache? Und dann sage ich, ich bin Zeitschriftenverleger. Das versteht normalerweise auch ein Kind. Der hat die Mickey Maus vielleicht mal gelesen oder die Bravo oder so ähnlich. Wir machen halt Wirtschaftszeitschriften, aber darunter kann sich normalerweise jemand was vorstellen. Das stimmt. Das ist jetzt etwas Lowballing, wenn man so möchte, weil du machst nicht nur Zeitschriften, sondern du machst sehr, sehr anerkannte Zeitschriften, die bereits seit Jahren am Markt etabliert sind und die auch mit ihren Subformaten, würde ich es mal nennen, zum Beispiel dieser Top-Experte, der ja in aller Munde ist, doch durchaus für Aufruhr gesorgt hat. Du hast deine Ausbildung als was eigentlich genau gemacht? Als Autokaufmann. Als Autokaufmann, also Automobilkaufmann. Wie kam es damals dazu? Einfach so. Ich wollte eigentlich in der Medienlandschaft lernen. Ich wollte Verlagskaufmann werden, aber ich habe nur eine Realschule besucht und habe mir da auch gar keine Mühe gegeben und war also schlechter Schüler, hatte auch ein schlechtes Zeugnis und im Verlag, zumindest war es damals noch so, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, hatte man da sehr viel Wert auf Noten gelegt und deswegen bin ich da nirgendwo reingekommen und dann habe ich halt irgendwie irgendwas gemacht, was sich gerade anbot. Und so ein Autohaus, da habe ich mich zwar dann auch bei einigen beworben, weil ich habe so ein gewisses Verkaufstalent, ich habe auch ein gutes Auftreten und so weiter, ich mache einen guten Eindruck, habe ich gedacht, dann könnte man ja im Autohaus vielleicht was werden, aber dem war nicht so. Und irgendwie habe ich dann zwischendurch mal Dale Carnegie gelesen und noch zwei andere Bücher, so ein bisschen über Manipulation. Und dann habe ich einfach in irgendeinem der Bewerbungsgespräche, weiß ich auch nicht, so die richtigen Sachen gesagt, die richtigen Fragen gestellt und wurde dann genommen. So, dann war ich erstmal unter Dach und Fach. Okay, aber deine Reise innerhalb des Autokaufhauses oder innerhalb des Daseins als Automobilkaufmann währte ja nicht besonders lange. Nee, hat eigentlich nie begonnen, genau. Ich habe da ein bisschen am Schreibtisch gesessen und habe Excel-Tabellen gemacht, also ganz was anderes, als wie ich mir unter dem Beruf auch vorgestellt habe. Ja. Also ich habe wirklich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also keine verkäuferische, was mich im Nachhinein ein bisschen geärgert hat. Aber gut, irgendwann, also ich habe ja dann parallel schon gemerkt, hey, das ist hier gar nichts für mich. So irgendwie im Angestelltentum die Befehle von jemandem anders ausführen, das ist nichts, was mich happy macht. Und habe dann ja nebenbei schon meine Werbeagentur gegründet und bin so in das Mediengeschäft parallel sozusagen schon eingestiegen. Wie waren damals die Anfänge mit der Gründung deiner eigenen Agentur? Also erstens, in welchem Jahr war das und wie waren die ersten Schritte damals? Was hast du konkret verkauft? Das war 2005. Und letztendlich waren die ersten Schritte
so wie so ein Bauchladen. Man hat alles probiert. Was braucht der Kunde, so ein mittelständischer oder ein kleiner Betrieb? Der braucht Websites, der braucht Logos, der braucht Visitenkarten, der braucht Drucksachen, der braucht Postwurfsendungen, der braucht ein kleines Video über seinen Laden und all so ein Dreck. Und das haben wir alles gemacht. Und wenn ich wir sage, meine ich. Also, aber ich habe natürlich damals schon gelernt, okay, du musst wir sagen, damit das alles ein bisschen größer und professioneller klingt. Und habe mir dann parallel so ein, zwei Freelancer gesucht, die sowohl Technik konnten, weil Technik konnte ich gar nicht, kann ich bis heute nicht, und die designen können und das auch gelernt haben und so, weil ich habe das nicht gelernt. Ich habe mir zwar mit der Zeit ein bisschen was beigebracht und bezeichne mich als Quereinsteiger, als auch durchaus gut qualifiziert, aber habe das natürlich nie gelernt und habe da nie meine Fachhochschule gemacht oder wie auch immer. Und und so fing das dann letztendlich an. Und ich war mehr oder weniger wirklich immer so der Verkäufer, ne, der ganzen Dienstleistung. Interessant. Also du hattest relativ früh begriffen, dass Verkaufen schon ein sehr zentrales Thema ist, wenn man im unternehmerischen Dasein Erfolg haben möchte. Woher kam die Idee? War das wirklich aus der Carnegie hervorgehend, also aus der Literatur, die du ja im Rahmen auch deiner Vorbereitung für diese Vorstellungsgespräche gelesen hast? Oder war das dir irgendwie God given, dass du verstanden hast, Verkauf ist der Twist, den ich unbedingt brauche? Also ja, ich habe auch als Kind schon immer irgendwie Kinderfirmen gegründet und mir war schon immer klar, irgendwie man muss rausgehen, man muss sein Angebot bekannt machen und so. Und wir haben alles mal probiert und haben alles an die Nachbarn verkauft, was wir so finden konnten. Und das war tatsächlich, also ich komme ja von einem Bauernhof, / landwirtschaftlicher Betrieb, der die Erzeugnisse dann auch verkauft hat auf dem Wochenmarkt. Und da bin ich als Kind schon mitgefahren und habe also durchaus diese ganze verkäuferische Welt da kennengelernt, ne, und habe sicherlich so, ne, bin ich so eingestiegen. Interessant, weil ich war gestern auf einem Event von einer amerikanischen Universität, von so einer Elite-Uni, und da war einer mit dabei und der ist jetzt heute in Private Equity, der Jan. Und der hatte mitgeteilt, dass für ihn, also der kommt auch aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, und er meinte, es war für ihn etwas ganz, ganz Prägendes, weil er vor allem verstanden hat, was harte Arbeit bedeutet und was es auch bedeutet, sich für etwas reinzuhängen, selbst wenn die Kompensation unmittelbar nicht so hoch ist, wie sie vielleicht sein sollte. Glaubst du, dass diese sehr humble beginnings, wie man im Englischen sagen wird, also dieser sehr bodenständiger und einfacher Start, auch ein Bestandteil deines heutigen Erfolgs ist, weil du es einfach gelernt hast, hart zu arbeiten und durchzubeißen? Also das hart arbeiten und durchbeißen, glaube ich, hilft jedem Unternehmer ungemein, definitiv. Es hat Vorteile und Nachteile, würde ich sogar mal sagen. Also die Vorteile sind definitiv, man lernt zu arbeiten, man ist sich für nichts zu schade, ja, man greift auch mal in den Dreck und packt was an, und das ist im Unternehmertum genauso nötig. Also auf der anderen Seite hast du natürlich auch immer Nachteile, die mit so einem Umfeld vorkommen. Die sind oftmals eher beschränkt, eng, beschränkt auf die Ressourcen, die zum Beispiel der Hof hat. Das heißt, dieses ganze exponentielle Denken und Upscaling und wie man das heute alles nennt, das lernst du da nicht, ne? Also das heißt, du kommst auf der einen Seite mit so einer Anpackmentalität in die Welt, auf der anderen Seite bist du eigentlich immer so ein bisschen begrenzt im Denken und hast eigentlich über die Hofgrenze nicht ganz viel Perspektive. Ich übertreibe das jetzt, aber vielleicht veranschaulicht es das. Ja. Und ich glaube, das war dann so immer meine Baustelle, wo ich einfach auch lernen konnte, noch ein bisschen weiter zu denken, nochmal über den Kreis hinaus, deutschlandweit, weltweit, ja, das geht alles. Man muss das dann nur begreifen. Ja, man muss vor allem auch wollen. Und was war denn deine Motivation? Also woher kam dieses Wollen? Ja, das ist God given, wie du das eben genannt hast. Also ich war schon immer ein leidenschaftlicher Mensch. Ich war immer schon sehr kreativ, hatte auch ein Faible für Unterhaltung und wollte irgendwie etwas im Mediengeschäft machen. Und das war für mich eben schon als Kind dann klar, auch wenn ich beruflich erstmal so einen Umweg nehmen musste. Und das musste ich nie wirklich herausfordern, dass ich etwas will. Ich wollte einfach schon immer irgendwas. Cool. Also ja, sehr schön, wenn du das auch einfach so intrinsisch bei dir entdecken durftest, dass es auch nicht irgendwie aufgezwungen wurde, weil manche versuchen ja dann auch vielleicht im Rahmen des Unternehmertums ihre eigenen Komplexe etwas zu kompensieren. Stichwort Minderwertigkeitskomplexe und Ähnliches. Aber schön, dass das bei dir wirklich auch von so einer positiven... Sag mal so, jeder Unternehmer arbeitet aus irgendeinem Komplex heraus. Absolut. Davon bin ich überzeugt.
Aber nur die Idee, also dass du da wirklich diesen explorativen Teil an dir selber entdecken durftest, dass es nicht unbedingt nur dieses Ausklammern von anderen Alternativen war. Jetzt gab es diesen Sprung, den ich persönlich noch nicht begriffen habe, trotz meiner Recherchen. Es gab die Marketingagentur. Die Marketingagentur hast du wie lange gemacht? Ungefähr? Jetzt muss ich mal überlegen. Von 2005 bis 2000, das ist eine gute Frage. Ich habe die Agentur irgendwann verkauft und wir hatten eine gewisse Zeit Verlag und Agentur parallel, weil der Verlag ja noch gar nicht lief. Der musste ja erstmal anfangen, Geld zu verdienen und so weiter. Und das ebbte so langsam ab und irgendwann haben wir dann auch, weißt du, das ist eine gute Frage, bis 2015, sage ich jetzt einfach mal. Okay, also doch schon fast eine Dekade, wenn man das jetzt mal aufrunden würde, oder ein Jahrzehnt. Ja, genau, richtig. Also wie gesagt, ab 2011, also 6 Jahre nach dem Start, habe ich den Verlag gegründet. Und dann ist es noch parallel gelaufen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das mit 4 Jahren ganz gut hinkommt. Interessant, cool. Dann hast du die Backhaus Verlags GmbH gegründet. War das damals schon direkt die GmbH oder hast du das irgendwie Nein, anders firmiert? das war erstmal genau wie meine Agentur damals ein Einzelkaufmannsgeschäft. Wow, also Also auch aus typisches Risikoperspektive. Gewerbegeschäft. Ja, genau, 100%. Cool. Und wie ist dann dieser Gedanke bei dir gereift, dass du sagst, ich habe jetzt eine Agentur? Das Schöne bei Agenturen ist ja, ich hatte früher selber eine, die sind wahnsinnig profitabel, man hat eigentlich keine Startkosten und derjenige, der reden kann und etwas Kreativität mit ins Geschäft einbringt, das ist eigentlich derjenige, der gewinnt. Jetzt, Ja, oder? du musst aber auch, du sagst wahnsinnig profitabel. So eine Agentur, wie ich sie aufgebaut habe, war eigentlich überhaupt nicht profitabel. Oh. Und die Agenturen, die ich damals kennengelernt habe, die haben auch alle immer so bis auf ein paar wenige Ausnahmen, immer am Existenzminimum gearbeitet, wollte ich schon fast sagen. Weil wie eine Agentur heute begriffen wird, ist was anderes, als wie sie damals betrieben wurde, habe ich das Gefühl. Als Erklär mal bitte den Unterschied. wir damals gestartet sind, sind wir zu einem kleinen oder mittelständischen Betrieb gegangen und haben gesagt, so, du hast hier jetzt ein Fahrradgeschäft und du brauchst sicherlich einige Sachen, du brauchst die Postwurfsendungen, du brauchst draußen Werbung auf der Ladenfläche und bla bla bla, das brauchst du alles. Genau, richtig, das brauche ich alles. So, und dann haben wir diese Aufgaben auf unsere Freelancer aufgeteilt. Das Unternehmen war bereit, einen gewissen Preis zu bezahlen. Kommt dann auch mal drauf an, wo machst du es? Ja, hast du viel Konkurrenzdruck oder nicht, etc. Im ländlichen Bereich ist eins der Hauptprobleme, dass die Unternehmen oder die kleineren Unternehmen im ländlichen Bereich alle selber so ein bisschen schwer zu knapsen haben. Und die geben dir dann ein Budget, was weiß ich, zum Beispiel 3.000 Euro oder was. Und dafür musstest du dann ein Projekt machen. Und dieses Projekt musstest du dann ja wieder auf Freelancer auslagern, erledigen, tralala. Und nachher blieb was bei übrig. Meistens weniger, als wie man veranschlagt hatte, weil der Kunde noch 7.000 Mal Änderungen haben wollte. Und man hat damals dann so einen Festpreis gemacht oder sowas. Und das heißt, es war sehr projektbezogen. Und es blieb eigentlich immer zu wenig übrig, weil man sehr hohen Einsatz hatte. Materialeinsatz, Druckkosten etc. pp. Da musstest du noch 5-mal hinfahren zum Kunden, da war der Gewinn eigentlich weg. Was heute die unter Agentur verstehen, ist ja, lieber Kunde, du zahlst jetzt bei uns im Monat 2.000 Euro, 3.000 Euro, wie auch immer. Dafür erbringen wir dir eine Dienstleistung, in der Regel eine Beratungsdienstleistung. Wie kannst du auf Social Media erfolgreicher werden? Wie kannst du Follower gewinnen? Wie kannst du dich besser nach außen präsentieren? Bla bla bla. Geleistet wird das in der Regel mehr schlecht als recht. Also ich hab selber solche Leistungen in Anspruch genommen. Ich habe viele Unternehmerkollegen, die haben diese Leistungen in Anspruch genommen. Die junge Generation ist hervorragend, diese Dienstleistung zu verkaufen und den Abschluss zu machen, aber in der Lieferung passiert nichts. Und deswegen hast du recht, heute ist eine Agentur profitabler als damals. Interessant, wie du das auch herleitest. Das ist richtig. Ich habe da letztens wieder was gelesen, nämlich dieses Zitat: Overpromise and underdeliver. Also es wird zu viel versprochen und deutlich zu wenig geliefert. Yes. Glaubst du, dass das ein generationsspezifisches Problem ist, dass dieses Pflichtbewusstsein, das mit einem abgeschlossenen Geschäft auch geringer ist als zu damaliger Zeit noch? Ich glaube,
Ich habe das Gefühl, also A, sind wir natürlich noch nie so reich gewesen wie heute. Ja? Also das Land kann aus dem Vollen schöpfen. Heute ist die Bundesbürger sind einfach wahnsinnig reich. Mhm. Das heißt, das Geld sitzt ein bisschen lockerer. Die Frustration ist in manchen Bereichen extrem hoch, wie zum Beispiel Social Media. Ja, ein 50-jähriger Unternehmer hat da keine Ahnung von, hat auch keine Lust dazu, hat also eine hohe Frustration, also einen hohen Bedarf, diese Frustration irgendwie beiseite zu schieben und jemanden dafür zu bezahlen, das Problem zu lösen. Und das hat man damals schon gemacht mit kahlköpfigen Menschen auf dem Marktplatz im 15. Jahrhundert. Dann hat man denen halt Haarwuchsmittel verkauft. Der Pain war so groß, ja, gib mir das Haarwuchsmittel, ich probiere alles. Es hat natürlich nie funktioniert, aber der Gaukler, der hat sein Geld verdient. Und so würde ich das heute mal sagen. Das heißt, da trifft so ein bisschen die Gelegenheit auf ein bereitwilliges Publikum. Also der Unternehmer ist bereit, viel Geld dafür auszugeben, weil er hat es einfach locker und hofft, dass das Problem gelöst wird. Und der andere rennt eine offene Tür ein, sozusagen. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie mit dem Haarwuchsmittel. Aber nach der dritten Flasche merkst du dann irgendwann, okay, das sind alles nur Versprechen, aber es funktioniert nicht. Und dadurch macht sich dieser Agenturmarkt natürlich Schritt für Schritt ein bisschen kaputt. Das heißt, es geht vielleicht noch 5, 6, 7 Jahre gut, dann hat es aber irgendwann auch jeder gemerkt. Naja, irgendwann erreicht jedes Geschäftsmodell und jeder Verkaufsansatz seinen Zenit. Und ich glaube, dass damit auch einfach eine hohe natürliche Selektion einhergehen wird. Also es wird eine massive Vergreisung dieses Agenturmarktes geben, aber die übrig bleiben, die haben halt dafür einen umso höheren Marktanteil. Am Ende wollen die natürlich alle Marktanteile haben. Jetzt hast du diesen Unterschied zwischen einer Agentur im Jahr 2022 beschrieben und der Agentur, die du 2005 gegründet hast, also in Sachen Profitabilität und Ähnlichem. Jetzt habe ich mich im Rahmen unserer Vorbereitung oder meiner Vorbereitung für unser Interview mit dieser Frage auseinandergesetzt, warum gründet jemand einen Verlag? Ein Verlag erscheint für mich so wie die Marketingagentur im Jahr 2005, nämlich irgendwo wenig profitabel, wahnsinnig arbeitsintensiv, um die Stories zu sammeln, um die Stories zu schreiben und dann auch letztlich dieses Magazin zu verkaufen. Denn in Zeiten von Instagram und Twitter und TikTok ist ja die Aufmerksamkeitsspanne des Individuums gar nicht mehr so hoch, wie sie idealerweise für die Absorption eines solchen Lesematerials sein sollte. Wie hast du dir damals die Gründung dieses Verlags gerechtfertigt oder wie hast du es denn auch begriffen? Was wolltest du anders machen und warum bist du heute so erfolgreich mit deinem Verlag und andere, die sind nicht nur am Existenzminimum, sondern die sind weit darunter und schon ja, dem Zerfall nahe? Also ich möchte mal sagen, grundsätzlich habe ich den Verlag aus Leidenschaft gegründet. Ich liebe das einfach, im Mediengeschäft zu sein. Das habe ich vorhin einleitend kurz erklärt. Ich habe einfach schon als Kind Spaß an diesem Bereich gehabt. Ich habe es auch nie hinterfragt, warum eigentlich. Ich wollte da einfach was machen. Mhm. Und da ging es mir in erster Linie gar nicht darum, dass ich damit reich werde oder wie auch immer. Mir hätte schon genügt, wenn ich davon gut leben kann. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich möchte gerne Zeitschriften und Zeitungen machen und so weiter. Das war tatsächlich auch zu der Zeit schon eine sehr, sehr seltsame Idee. Und auch heute bleibt es eine seltsame Idee, weil das natürlich ein sterbender Markt ist. Zumindestens der Printmarkt. Mhm. Der Medienmarkt im Allgemeinen hat einen Aufwärtstrend. Also die Leute sind informationsbedürftig, die wollen informiert sein, die wollen natürlich schnell informiert sein, das stimmt. Aber es gibt auch eben einen gewissen Teil im Markt, die möchten durch Geschichten unterhalten werden. Also das heißt, die möchten tatsächlich sich etwas zu Gemüte führen, würde man sagen. Ja, die wollen etwas länger lesen. Und im Zweifel auch noch was dabei lernen oder eine Erkenntnis gewinnen oder ähnliches. Und deswegen habe ich mir damals gesagt, also ich mache das, ist mir erstmal egal, ob das jetzt wirtschaftlich der große Erfolg wird oder nicht. Ich will einfach in den Medien etwas machen. Und habe dann damals mit dem Sachwertmagazin angefangen. Das ist unser ältester Titel, vor 11 Jahren dann eben oder fast 12, haben wir das Sachwertmagazin zum ersten Mal auf den Markt gebracht. Und dadurch ist dann sozusagen auch der Backhaus Verlag entstanden. Mhm. Und da geht es eben um Finanzthemen, Immobilien, Edelmetalle, Grundstücke, Rohstoffe und solche Dinge.
Wir haben aber gleichzeitig von dem Printmagazin am Kiosk, haben wir auch versucht, eine Online-Strategie aufzubauen. So, jetzt war ich nie so richtig der Online-Fetischist, also ich konnte mich da noch nie so richtig mit anfreunden, aber ich habe gemerkt, natürlich müssen wir da was machen. Das heißt, wir haben auch monatlich ein E-Paper rausgebracht. Weil ich habe damals gedacht, okay, jeder bringt ein Newsletter raus. Irgendwie einmal im Monat verschickt jeder Newsletter, keiner liest die. Das war auch damals schon so, heute ist es auch so. Dann machen wir doch das, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen Zeitschriften machen, also machen wir ein E-Paper, ein monatliches PDF-Magazin. Ein bisschen kleiner, ein bisschen abgespeckter und so weiter, aber eben mit ein paar aktuellen Nachrichten drin und ein bisschen hübsch grafisch verpackt. Und damit haben wir dann eigentlich angefangen, das haben wir kostenlos rausgegeben. Das konnte sich jeder kostenlos einfach runterladen. Und das war damals schon diese Idee, weißt du, damals gab es schon die Gratis-Reports. Jeder hat ein Gratis-Report online gestellt, damit er Adressen sammeln kann und neue Interessenten gewinnt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, was die dann mit ihren Gratis-Reports können, das können wir ja mit unserem Magazin machen. Ja, wir machen so ein bisschen neugierig auf das große Magazin durch eben diesen kostenlosen Happen sozusagen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und so sind wir dann eben immer bekannter geworden. Anzeigenkunden wollten bei uns Werbung schalten etc. Und Leute wollten sowohl im Printmagazin als aber auch eben in diesem E-Paper-Magazin dann Werbung schalten. Und das war natürlich praktisch, weil das E-Paper-Magazin hatte eben keine hohen Materialkosten. Mhm. Also das heißt, da hast du nur den Textanteil, den Grafikanteil, Bildlizenzen und Korrektorat haben wir damals nicht mal gemacht. Ja, das ging einfach mit Fehlern raus. Heute leisten wir uns ein großes Korrektorat und bla bla bla. Aber das haben wir damals nicht gemacht. Und dann ging das Ding raus. Und von daher ja, konnte man das sogar dann noch als Zusatzeinnahmequelle sehen, obwohl es eigentlich ja nur als Werbeprodukt für uns selbst gedacht war. Und ja, aber wie gesagt, wie rechtfertige ich das, dass ich das damals gemacht habe? Ich hatte einfach Bock drauf, ich hatte die Leidenschaft dazu und habe gehofft, dass es irgendwie gut geht. Du bist doch, glaube ich, auch einer dieser Unternehmer, wenn ich das jetzt so sagen darf, du bringst die Dinge einfach zum Laufen. Es gibt dieses schöne, oder das ist kein Buch, oder doch, das ist sogar ein Buch, diese 4-Stunden-Woche. Genau, von Tim Ferriss, oder? Genau, von Tim Ferriss. Und Tim Ferriss meinte damals, also er beschreibt seine eigene Lebensgeschichte und er hat ja damals in Stanford meines Wissens nach studiert und einer seiner Professoren, also er war super aufgeregt, um seine Abschlussarbeit zu schreiben und ihm ist irgendwie ein Interviewpartner. Also er brauchte für seine akademische Abschlussarbeit einen Interviewpartner und der ist ihm abgesprungen. Und er hat Entrepreneurship studiert, also Unternehmertum, dieses Fach. Damals gab es das in Deutschland noch nicht, in Amerika war es en vogue. Und er hatte keinen Interviewpartner mehr. Er ging zu seinem Professor und der Professor hat dieses leidvolle Beklagen nur beantwortet mit dieser Aussage, Unternehmer ist, wer die Dinge möglich macht. Und bei dir ist es, glaube ich, auch so, du machst die Dinge einfach möglich, weil du machst ja so viele eigentlich eher atypische Formate, wo man sagen müsste, die sind schon etwas aus der Zeit gefallen auch. Die sind zwar schön, aber nicht dem üblichen Konsumverhalten des Individuums heute so klassisch zurechenbar. Wie machst du es denn? Weil du einfach diese Sache so überzeugend verkaufen kannst, weil du so ein guter Verkäufer bist, weil du so kreativ bist. Was ist dein Erfolgsgeheimnis, um auch deinen Titel Erfolgmagazin, Sachwertmagazin etc. so erfolgreich am Markt zu platzieren? Und das ja nicht nur seit einem Jahr, sondern seit mehreren Jahren. Ja, es ist eine Mischung aus all den Faktoren, die du genannt hast. Also natürlich muss man irgendetwas verkaufen, sonst kommt es nicht an den Markt, das ist klar. Du brauchst eine Kreativität, das heißt, du musst irgendwie ein Produkt erschaffen, was es in der Form noch nicht gibt. Hm. Das haben wir mit allen Titeln gemacht. Gut, Finanzblatt ist mal außen vor, weil das ist eigentlich schon ziemlich normal und öde. Aber die anderen bedienen alle so eine kleine Nische. Und in den Nischen hat man oft den Vorteil, es ist wenig Konkurrenzdruck da. Es ist aber eben zumindest in der Nische ein hoher Bedarf da. Und wenn man dann da mit einem Produkt reingeht, dann trifft man auf eine sehr dankbare Kundschaft. Mhm. Die sagt, danke, dass du meinen Bedarf, zum Beispiel, es gab kein Erfolgmagazin, aber ich möchte gerne Erfolgsgeschichten lesen und Interviews und so weiter. Oder ein Sachwertmagazin, es gab kein Magazin über physische Sachwerte. Also danke, dass du das machst. Und trotzdem muss man sich da natürlich auch bewusst sein, es hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, man kann in der Nische erfolgreich sein. Der Nachteil ist, du erreichst natürlich nicht die Masse damit. Also
ein Produkt wie einen Spiegel oder ähnliches mit fast einer Million Auflage, wirst du mit so Nischentiteln einfach ganz schwer hinbekommen, wenn überhaupt jemals. Das heißt, man muss sich da so ein bisschen der Grenzen dann auch bewusst sein und sich damit anfreunden. Und generell sind wir ja immer im weitesten Sinne im Thema Wirtschaft. Also alleine das Interessengebiet ist schon sehr begrenzt in Deutschland, weil es in Deutschland eben nur, sagen wir mal, 20% gibt, die sich überhaupt für Wirtschaft intensiv interessieren. Leider. Und, genau. Was braucht es noch? Also natürlich braucht es auch diese Vermarktungsfähigkeit, also etwas gut darzustellen, also einmal eine hochwertige Marke zu erschaffen und dem eine Aura zu geben und das natürlich auch über möglichst viele verschiedene Kanäle zu verbreiten. Also so ein Magazin ist ja kein reines Instagram-Produkt. Da reicht ja nicht, wenn wir jetzt einfach den ganzen Tag Instagram-Werbung schalten, sondern man muss ja auch Multichannel auf mehreren Kanälen erlebbar sein oder eben sichtbar sein. Ja? Und so ein Magazin wie das Erfolg-Magazin ist genauso auf Events physisch verfügbar, ist auf manchen Logowänden vertretbar, hängt am Plakat, also am Bahnhof oder so, auf den großen Leinwänden oder eben im Zeitschriftenhandel natürlich POS, also Point of Sale hier, wo man dann direkt das Magazin in einem Poster, Stapel sieht, Aufleger, wie auch immer, all diese Sachen, Aufsteller auf einem Event oder ähnliches. Also da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen, so eine Marke natürlich auch publik zu machen. Ne? Interessant. Jetzt würde ich diesen Spieß gerne noch einmal umdrehen. Wir haben verstanden, glaube ich, jetzt an dem Punkt im Rahmen des Interviews, dass du es definitiv geschafft hast, mit diesem Nischenprodukt Zeitschriften erfolgreich zu werden. Vorher hatten wir aber auch gesprochen, dass du ja selber eine Agentur hattest und dieses Agenturgeschäft gegenwärtig also wirklich einen Hype erlebt. Also kommt mir so ein bisschen vor, damals wie im BWL-Studium, jeder, der nicht wusste, was er zu tun hat, der studiert BWL. Heute ist es so, jeder, der nichts mit seinem Leben anzufangen weiß, gründet eine Agentur. Warum glaubst du denn, dass trotz dieser leichten Verfügbarkeit, dieser eleganten Verfügbarkeit von Wissen rund um, wie werde ich mit einem Business im weitesten Sinne erfolgreich, warum scheitern immer noch so viele? Also einmal, die Leute sind auf dem falschen Spielfeld unterwegs, weil egal welche Biografie man liest, alle erfolgreichen Leute sagen immer, du musst was tun und das geht weit über Steve Jobs hinaus. Ja, also alle haben irgendwann mal geschrieben oder gesagt, du musst was tun, wofür du brennst, wo du Leidenschaft hast. Und da geht es nicht um Geld, ganz ehrlich. Ja, also Geld kann man mit vielen Dingen verdienen. Und wenn es nur ums Geld geht, dann würde ich Drogen oder Prostitution empfehlen. Das ist einfach auch das Highlight. Aber man muss auch etwas tun, wofür man brennt, wo man Leidenschaft hat. Und das tun eben die meisten nicht. Du hast gerade die Agenturgründer von heute genannt. Und da merkt man es ja. Die machen es ja wegen Geld. Die machen es ja wegen Wolf of Wall Street Lifestyle. Ich will ein Lamborghini haben. Ich will diese ganzen verrückten Dinge tun. Und da kommt man im Alter vielleicht auch gar nicht, wenn man so jung ist, gar nicht drumherum. Man hat diesen Lebensstil so vor Augen und sagt, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Und grundsätzlich ist ja auch gar nichts dagegen anzuwenden. Nur die Herausforderung ist, du machst es eben wegen Geld. Nicht, weil du Spaß daran hast, nicht, weil du als Kind schon davon geträumt hast, eine Marketingagentur zu haben oder, sondern du machst es einfach, um schnell irgendwie Geld zu verdienen. Und das ist bisher immer gescheitert, über kurz oder lang. Etwas nur wegen Geld zu tun, früher oder auch später, geht das dann nach hinten los. Und spätestens dann, wenn man Burnout hat, weil man etwas tut, was man eigentlich gar nicht will. Und irgendwann hört die Geldgrenze auf. Also irgendwann hast du dann das Geld, aber bist überhaupt nicht glücklich durch das, was du Tag ein, Tag aus tust und siehst dann irgendwann keinen Sinn mehr drin und wirst dann krank. Ja. Ich habe das selber häufiger darüber nachgedacht, weil jeder durchlebt ja so seine eigenen Phasen im Geschäft und am Anfang startet man natürlich irgendwo so sehr, sehr passionsgetrieben und wenn dann das erste Geld kommt, dann freut man sich natürlich und ich darf mich da selber, glaube ich, gar nicht ausnehmen. Ich hatte auch irgendwann so den Drang, mehr Geld zu verdienen und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr und das hat dann aber so eine sehr atypische Form angenommen, zumindest jetzt aus der Retrospektive, denn ich habe mich darauf konzentriert, mehr Geld zu verdienen, mit dem Ziel, mehr Geld ausgeben zu können. Und es war aber dann eigentlich ein wirklicher Rat Race, also so ein Rattenrennen, weil es ging einfach nur nach unten damit. Du häufst dir Dinge an, die mehr Geld kosten
um dann irgendwie wieder zu rechtfertigen, mehr Geld verdienen zu müssen. Und es ist nichts, was irgendwo mehr der Sache gegenüber Rechtfertigung liefert, weil du diesen Spaß verlierst, weil du im Kopf nur diesen Druck hast. Mehr Autos, mehr Uhren, mehr Urlaub, mehr von diesen ganzen unnützen Dingen, die aber eigentlich mit Lebensqualität gar nichts zu tun haben. Und wenn man sich mal wieder auf diese Grundidee zurückbesinnt, so warum habe ich denn damals angefangen, als dieses Geldthema überhaupt nicht präsent war, weil du am Anfang einfach in den seltensten Fällen wirklich Geld verdienst, dann findest du auch wieder Spaß, egal wie weit du bist. Ich habe ja am Wochenende mit dem Raoul Plickert gesprochen am Samstag, der hat sich da relativ viel Zeit genommen. Und der meinte auch, es geht nicht ums Geld verdienen. Es geht da, ab einem gewissen Punkt geht es zumindest dann wirklich nicht mehr ums Geld verdienen, sondern es geht darum, irgendwo diesen Versuch der steten Selbstbesserung auch zu betreiben. Denn dieser alte freimaurerische Ansatz, um jetzt etwas sehr altertümliches als Beispiel zu nennen, diesem steten Versuch zu erliegen, etwas an sich zu tun, an sich zu arbeiten, um morgen eine bessere Version als heute zu sein und heute eine bessere als gestern. Und ich würde das also absolut bestätigen, was du da gesagt hast, wirklich die Passion viel, viel mehr in den Vordergrund zu rücken und dieses Geldthema weiter, weiter hinten anzustellen, als es diese ganzen Online-Coaches, von denen es ja mittlerweile unendlich viele gibt, die dir alle erzählen, wie du Quadrillionär wirst und dann in deinem Keller auf deinem Geldspeicher sitzt. Ja, das würde ich deutlich mehr vernachlässigen. Das stimmt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt sprechen wir, oder wir haben das jetzt so etwas grobschlächtig übergeleitet, wie wir Erfolg definieren, nämlich etwas sehr Passionsfundiertes. Aber was bedeutet Erfolg für dich? Wie kommst du überhaupt auf diesen Titel Erfolg und wie interpretierst du deinen eigenen Erfolg? Und vielleicht auch diese provokante Frage, siehst du dich selber als erfolgreich? Ja, ich sehe mich als erfolgreich, und zwar, weil ich morgens gerne aufstehe, ohne Wecker. Und abends einfach glücklich ins Bett falle. Ich bin nie zufrieden, also es darf immer besser werden. Also sowohl ich als auch alles um mich herum darf besser werden und soll besser werden. Aber ich bin einfach sau happy, was ich da tue. Und ich liebe diese Abwechslung auch. Ich bin kein typischer, ja, wie sagt man, so ein stumpfsinniger Arbeiter. Das ist nichts, was ich kann. Ich bewundere Programmierer, die den ganzen Tag auf ihrem Platz sitzen und ihre Fingerchen bewegen und Codes schreiben. Ich könnte das keine 10 Minuten lang. Und von daher, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne tue. Und wenn dann irgendwann dieses Erfolgsrad etwas kompletter sogar noch wird, wenn man sagt, man fühlt sich in mehreren Bereichen seines Lebens extrem wohl und ist auch stolz auf das, was man da geleistet hat. Ob es jetzt Ehe ist, ob es jetzt Privatleben ist, spirituelles, berufliches Leben, etc., etc., dann ist das natürlich ein tolles Gefühl. Und so versuche ich, Erfolg zu definieren, dass das jeder für sich selbst feststellen muss, ob du Fototourist in Thailand bist und dabei schöne Fotos machst und du mit deinem Tagewerk glücklich bist und im Zelt am Strand schläfst, oder ob du Elon Musk bist und sagst, ich bin ein Großindustrieller, ich habe gleich mehrere große Marktführer erschaffen und wir fliegen jetzt ins Weltall. Ich bin mit beiden Lebensentwürfen vollkommen happy, solange die damit happy sind. Ja. Und ich würde mir nicht irgendwie herausnehmen zu sagen, ab der Summe bist du erfolgreich, oder wenn du 3 Firmen hast, bist du erfolgreich, oder damit, also das hat für mich wenig damit zu tun. Ja, man merkt, dass du das mit einem ganz anderen Ansatz verfolgst, weil das für dich etwas sehr Individuelles ist. Es gibt nicht die Definition von Erfolg, sondern jeder hat seine Definition von Erfolg. Und wenn sie für dich irgendwie glaubhaft wirkt, dann akzeptierst du die so auch. Und für dich ist es einfach eine sehr emotional getriebene Definition. Ja, also was ich natürlich immer wieder faszinierend finde, ist, wenn jemand sein Talent extrem ausschöpft. Wenn jemand ein Talent hat und das auf die Straße bringt und auch sichtbar auf die Straße bringt, weil er tut es zwar aus Egoismus, aber er nützt damit trotzdem der Gesellschaft. Ich habe ja mit vielen extrem erfolgreichen Künstlern gesprochen, egal ob das Sido ist oder Dieter Bohlen am anderen Ende, also es ist egal, auch Comedians und so weiter, Bülent Ceylan und so weiter, die haben aber alle gesagt, ich habe das ja für mich getan. Ich mache ja die Musik oder die Kunst erstmal für mich, damit ich damit happy bin. Und trotzdem, dadurch, dass man es eben so extrem ausschöpft, indem man Platten produziert und Konzerte gibt und Fernsehauftritte macht und so weiter, profitiert ja nun auch eine Schar von Menschen davon. Wenn sie morgens
zur Arbeit fahren und die Musik zum Beispiel aufdrehen und sagen, heute werde ich einen guten Tag erleben. So, ne? Das ist ja eine großartige Sache. Total, total. Das ist eine Sache, die mich wirklich schon seit Jahren an dir fasziniert. Und da muss ich wirklich sagen, fasziniert. Du hast jetzt Namen wie Dieter Bohlen und Sido angesprochen. Damit aber eigentlich nicht genug, denn dein Netzwerk erstreckt sich bis hin zu Arnold Schwarzenegger und noch Dutzende mehr. Wie, sorry jetzt für die Wortwahl, zur verdammten Hölle baut jemand in so jungen Jahren ein so exorbitantes und damit auch so weitreichendes Netzwerk an Branchenführern auf? Wie ging das? Wie klappt das? Naja gut, also ich habe eben so diese Kommunikationsfähigkeit. Ich kann auch gut Kontakte und Gespräche aufbauen und auch im Laufen halten. Das war eben eines dieser Talente. So, also ich habe eben gesagt, ich mag es, wenn Leute ihr Talent komplett ausnutzen. Und das habe ich eben an mir erkannt, dass ich gut auf Menschen wirke und Menschen gerne auch sich mit mir unterhalten und so weiter. Auch ein gewisses Vertrauen zu mir aufbauen, auch zu Recht. Also ich bewahre auch viele Geheimnisse von Prominenten. Ja, das finde ich ja toll, dass die mir das anvertrauen. Aber ich behandle das auch mit Respekt und gebe das nicht weiter. Und wie soll ich das groß anders sagen? Also klar, technisch gibt es da irgendeinen Prozess, den man in Gang setzen muss. Also klar, du brauchst ein hochwertiges Markenumfeld. Denken wir an das Erfolg-Magazin. Das muss schon vor der ersten Ausgabe alles gut aussehen. Man muss einen guten Eindruck machen, damit auch in die erste Ausgabe Leute reinkommen. Und das passiert natürlich über verschiedenste Wege, entweder tatsächlich der Versuch einer Direktansprache oder über eine Agentur Kontakt aufbauen etc., also PR-Agenturen etc., die dann den Künstler zum Beispiel vertreten und dann halt irgendwie schaffen, ein Angebot zu machen, zu sagen, wir haben hier eine hochwertige Marke mit einer großen Plattform, auch das gehört ja dazu. Bevor die erste Ausgabe rauskommt, muss ich ja die Verbreitung schon unter Dach und Fach haben. Ich muss ja schon mit dem Kioskvertrieb gesprochen haben. Ich muss schon mit der Deutschen Bahn gesprochen haben. Ich muss schon mit der Lufthansa gesprochen haben. Ich muss schon mit allen Hotels irgendwie gesprochen haben, damit eine möglichst breite Auflagenplattform entsteht, damit überhaupt irgendeine Sau Interesse hat, in mein Magazin zu kommen. Also das heißt, klar, ich muss erstmal viel in Vorleistung gehen, wie Martin sagen würde, ja erstmal viel schaufeln und das Scheffeln kommt erst später. Und so habe ich das dann auch gemacht und so gewinnt man dann die ersten, vielleicht auch jetzt nicht A-Promis, vielleicht gewinnt man C-Promis und B-Plus-Promis und bei der ersten Ausgabe und arbeitet sich dann irgendwie Stück für Stück hoch, erarbeitet sich einen Ruf, der eine erzählt es dem anderen, sagt, nee, da kannst du hingehen, das ist alles gut, das war alles fair und in Ordnung. Also so würde ich mal sagen, baut sich das Stück für Stück auf. Aber es gibt dann ja natürlich noch viele verschiedene andere Gelegenheiten, auf Veranstaltungen ins Gespräch zu kommen, selber sichtbar zu sein und andere sagen, Mensch, dich habe ich doch schon mal da und da gesehen. Ja, also finde ich ganz interessant, was du da tust, etc. pp. Und du hast vorhin meine Videoserie angesprochen. Durch die bin ich ja nicht unbedingt auf Social Media groß rausgekommen. Also weil das hatte ja nie eine großartige Reichweite, mein Backhaus Daily damals. Jetzt heißt es Backhaus Weekly. Aber viele Medien sind darauf aufmerksam geworden, dass da so ein Typ ist, der irgendwie jeden Tag Videos hochlädt und irgendwas über Erfolg quatscht und so weiter. Und durch den Titel natürlich war ich dann irgendwann auch so Mr. Erfolg, so haben mich dann viele genannt. Und war ich dann sozusagen ein Ansprechpartner, wenn es um das Thema Erfolg ging. Und so haben mich dann eben Leute in ihre Talkshows eingeladen, im Öffentlich-Rechtlichen oder Jan Böhmermann hat ja 6 Minuten über mich philosophiert und so. Und so baut man dann ja auch wieder eine gewisse Öffentlichkeit auf. Ne? Cool. Ja, und du machst es ja mit einem bahnbrechenden Erfolg. Also wir hatten ja bei den einleitenden Gesprächen zum heutigen Interview festgestellt, oder ich hatte das trotz größtem Respekt festgestellt, dass du da ja wahnsinnig viel Zeit und Engagement investiert hast in diese Videoserie Backhaus Daily. Also für denjenigen, der nicht weiß, was das ist, der Name ist eigentlich Programm, denn es gibt dich täglich zu sehen in deinem Tun und Schaffen und Netzwerken und alles, was du denn so drumherum in deinem beruflichen Leben tust. Zu einer Sache, die sehr häufig in diesem Backhaus Daily vorkam, möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Und du hattest es eigentlich ganz eher ungeachtet der Tatsache getan, dass es
das Medienfeedback, zumindest jetzt von Seiten der normalen Konsumenten, gar nicht so stark war. Es gibt ja wirklich Content-Creator, wir leben ja in dieser Creator-Economy, die ihren eigenen Erfolg sehr stark daran bemessen, wie stark die Resonanz auf dem Content ist. Und wenn der Content keine starke Resonanz findet, dann ist es den Creatoren meistens auch wieder weniger wichtig. Bei dir war es ganz anders. Also du hast wirklich 1000 Folgen durchgezogen. Ich habe das ja damals gesehen bei Gary Vaynerchuk in New York, dass der dieses Format begonnen hatte. Ich war dann ja irgendwann auch in einer seiner Daily-Folgen mit drinne. Und wir haben uns in Hamburg getroffen, und also Backstage von der OMR. Mhm. Und da hat er das ja nochmal wiederholt. Macht erstmal 2 Jahre lang oder ein Jahr lang, hat er damals gesagt, mach erstmal ein Jahr lang Videos, ohne auf die Klicks zu schauen, ohne auf die Kommentare zu schauen und so weiter. Und guck dann nach einem Jahr, zieh dann nach einem Jahr Bilanz. Mhm. Und das halten natürlich schon viele erstmal nicht durch, weil die, wie du schon sagst, nach 20 Videos geben die auf und schaffen dann nicht mal 300. Und ich habe es dann noch ein bisschen länger gemacht, eben weil ich schon relativ schnell gesehen habe, es kommt zwar jetzt nicht so das Klickfeedback und so weiter, weil das einfach, weiß nicht, zu öde ist. Ja, ich habe keinen gelben Hut auf, ich sag nicht, fuck you all, hier meine Rolli oder irgend sowas. Keine Ahnung, das ist alles nicht so mein Ding und dafür kann ich mich auch nicht begeistern. Ich habe einfach gesagt, ich dokumente, so wie Gary das ja gesagt hat, also nicht createn, sondern einfach dokumentieren, was du sowieso tust. Und dafür haben sich dann trotzdem ein paar Leute interessiert, plus dass dann eben viele Medien und so weiter aufmerksam wurden und dadurch dann natürlich schon wieder eine große Millionenreichweite entstanden ist. Das heißt, wie so eine Art Huckepack-System. Ne? Ja, so ein Kickback einfach. Du hast das eine getan, um das andere eigentlich zu erreichen. Genau. Total smart, weil das macht eigentlich niemand. Und vor allem ist es wahrscheinlich für dich auch wahnsinnig kosteneffizient, weil klar, du musstest die Folgen erstmal kreieren, aber wenn man sich überlegt, was würde so ein Beitrag im Öffentlich-Rechtlichen kosten, wenn man ihn kaufen könnte, dann wäre das wahrscheinlich weit über dem, was du jetzt tatsächlich investieren musstest. Und nochmal zurück zu diesem Format Backhouse Daily. Also ich habe logischerweise nicht alle Folgen angeschaut, aber ich habe mir immer wieder die eine oder andere angeschaut. Und wofür du ja doch durchaus bekannt bist, und ich glaube, das machst du auch bewusst, ist ein sehr polarisierendes Element. Du meintest jetzt so, die Rolex am Arm ist nicht unbedingt deins, aber du gönnst dir den Luxus, mit einem Privatjet durch das Land zu fliegen. Warum Privatjet? Weil es wahnsinnig komfortabel ist. Also Komfort ist mein Ding, gebe ich zu. Ja. Mag ich sehr. Also Komfort gleich Luxus für mich in meiner Welt. Ja. Und alles, wo ich nicht viel denken muss und nicht viel mich anstrengen muss, das ist für mich dann eben Luxus und Komfort. Das geht beim Hotel so, ja, aber auch bei meinem täglichen, meine Tasche, die muss so und so konstruiert sein. Und es muss irgendwie alles so zu mir passen und muss mir das Leben angenehmer machen. Mhm. Und dazu gehört das Fliegen im Privatjet definitiv, ja. Mhm. Und das mache ich ja auch nicht ständig und durchgängig. So, ich bin ja nicht jeden Tag mit dem Ding unterwegs. Aber eben gerade, wenn es sich anbietet, wenn man sagt, man hat 2 Termine am gleichen Tag und all solche Dinge, dann ist es einfach nur ultra komfortabel. Mhm. Und momentan würde ich sogar sagen, ist es ja essentiell, weil momentan kommst du ja mit gar keinen anderen Verkehrsmitteln von A nach B. Ja, ja, mit dem Auto stehst du im Stau, mit der Bahn, die fährt einfach nicht. Und das Flugzeug, da musst du 3 Tage vorher am Flughafen sein, damit du überhaupt irgendwie einchecken kannst. Also da bleibt ja eigentlich nur das. Und es ist ultra teuer, aber wenn du es mal einmal gemacht hast und dir deine Zeit einen gewissen Wert hat, also auch nicht nur, dass du deine Stunden teuer verkaufst, sondern dass du selber deine Zeit auch wertschätzt. Also dass du dir die Frage stellst, kaufe mir jetzt einen neuen Porsche oder genieße ich einfach mehr Zeit meines Lebens, indem ich schneller zum Beispiel von A nach B fliege. Und wer das einmal gemacht hat, ja, du gehst so in das Privatjet-Terminal rein, also GAT heißt es offiziell, GAT, General Aviation Terminal. Du gehst rein, du bist der Einzige in der Regel oder vielleicht noch eine andere Person. Du gehst so relativ entspannt durch die Sicherheitskontrolle, was so heißt, ja, kommen Sie mal durch, ja, nee, alles klar. Und dann gehst du in das Flugzeug direkt und es startet. Und das ist einfach eine Erfahrung. Wenn du sie 2-3 Mal gemacht hast, dann kommst du kaum noch zurück. Also das ist dann schon sehr, sehr schwer, wieder in die Lufthansa einzusteigen.
Ja, das glaube ich total. Vor allem, weil du hast ja so einen hohen Standard dann in jeder Form. Du kannst sehr knapp dort ankommen. Du musst eben nicht diese Stunden an Vorbereitungszeit dort noch mitbringen. Aber jetzt stelle ich mir eine Frage. Du meintest ja selber, dass es wirklich schweineteuer ist, mit so einem Privatjet durch die rumzueiern. Was kostet so ein Privatjet? Ist es dein Flugzeug oder charterst du das? Ich hoffe, du Nein, charterst das, oder? ich chartere das. Das Okay. machen auch 99% der Businesskunden in Deutschland. Ich bin ja ein Ja. typischer Geschäftsreisekunde. Also im Ja. Privatjet-Segment unterscheidet man zwischen den, ich sag mal, den Ferienfliegern und den Businesskunden. Die Ferienflieger sind jetzt so die Familie reich, die dann Süd. an die Côte d'Azur möchte und so weiter. Und die bleiben da auch 2 Wochen und ne, wollen Champagner an Bord haben und haben noch ihre 3 Hunde mit und all solche Sachen. Das ist die eine Klientel. Und die andere Klientel, das ist die viel beliebtere auch, das sind wir, die Businessreisenden. Die kommen 5 Minuten vor Abflug an, sagen, können wir los, alles klar. Die wollen an Bord nichts haben außer ein Fläschchen Wasser. Und dann ist es das gewesen. Das heißt, wir genießen eigentlich sehr viel weniger, aber wir sind halt sehr, sehr unkompliziert für die Betreiber. Weißt du, du musst nachher keine Hundepipi wegmachen und also das ist einfach angenehm. Und genau, und es kostet je nach Flugzeuggröße so ungefähr 4.000 € pro Stunde, wenn du in der kleinen Maschine fliegst, so wie ich es tue. Ja, das ist ein Sechssitzer. Und dann geht es eben aufwärts. Ne? Also dann kannst du eben eine Citation XLS eben mit 8 Sitzen oder 10 Sitzen, kannst du dann entscheiden, da liegst du dann schon fast so bei 8.000 € pro Stunde. Und wenn du dann so in Richtung Gulfstream gehst und so 15, geht halt immer höher. Ja, aber das sind eigentlich, wenn man es jetzt mal runterrechnet und du machst ein halbwegs taugliches Geschäft im Rahmen deiner Geschäftsreise, was ich hoffe, dass du dann tust, dann lohnt sich das tatsächlich. Ja, aber auch wenn es sich nicht lohnt, tue ich es. Ich war gerade auf einem Empfang in Berlin. Das war für mich businesstechnisch völlig uninteressant. So, aber ich kannte den Gastgeber und ich wollte ihn mal wiedersehen, etc. Und ich wollte ihm auch die Ehre erweisen, etc., weil er auch nur Geburtstag hatte, etc. Und habe dann natürlich noch mal 2 andere Freunde getroffen, wenn ich dann eh schon da in Berlin bin. So, aber das hat mir geschäftlich nichts gebracht. Aber meine Zeit war es mir einfach wert. Also anstatt, dass ich mich jetzt da stundenlang in irgendein öffentliches Verkehrsmittel setze oder in ein Auto oder irgend so ein Mist, gönne ich mir das trotzdem dann. Interessant, also ich bin jetzt nicht immer der Bestvorbereitetste im Rahmen dieser Interviews, aber das weiß ich jetzt zufälligerweise, dass du wahrscheinlich auf dem Geburtstag von Dr. Titelmann warst. Und es scheint ja auch, als würde euch da schon eine längere Freundschaft über Jahre hinweg kennzeichnen. Wie bist du denn zu Dr. Titelmann gekommen? Also jetzt nur als beispielhafte Geschichte, damit man auch nochmal den ganzen Kontext erfährt, weil Dr. Titelmann ist ja ein sehr bekannter Autor und Wirtschaftswissenschaftler, der sich ja regelmäßig mit seinen Werken verewigt im Wirtschaftsbereich und auch als Investor durchaus massive Erfolge verzeichnet hat und immer noch verzeichnet. Wie bist du zu dem gekommen? Das ging damals über das Sachwertmagazin und er hatte ja damals eine PR-Agentur für Immobilienunternehmen. Und das Sachwertmagazin beschäftigte sich oder beschäftigt sich immer noch logischerweise mit Immobilien. Und Rainer Zittelmann hat damals selber auch ein Buch geschrieben über Sachwerte und Immobilien etc. pp. Und so kam man dann irgendwann nicht mehr aneinander vorbei. Und also das heißt, die Experten, die er vertreten hat, landeten irgendwann in unserem Magazin. Dann sind wir aufeinander zugegangen, haben gesagt, okay, was können wir mehr machen, etc. pp. Und haben uns dann getroffen in Berlin. Und ja, so ging das eigentlich los. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das muss aber schon einige Zeit her sein. Und seitdem arbeiten wir dann da eben zusammen. Dann hat er irgendwann die Agentur verkauft an seinen ehemaligen Mitarbeiter und hat sich ganz konzentriert auf seine Buch Geschichten und seitdem schreibt er ja regelmäßig für das Erfolg-Magazin und ich tauche jetzt zum Beispiel in seinem aktuellen Buch Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, tauche ich selber auf mit einem Zitat zum Egoismus. Genau, so ist das so gewachsen. Interessant, cool. Also sehr beeindruckende Persönlichkeit, wie ich finde. Zumindest was man so von außen vernehmen kann. Jetzt, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich komme eigentlich ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Also ich bin nicht in diesen Medienbereich hineingewachsen. Mein erster Job war eigentlich im Investmentbanking und dann im Private Banking. Also aus dieser ganz klassischen Schiene, was so ein BWLer macht, wenn er dann nicht genau weiß, was er mit seinem Leben anzufangen weiß nach seinem Studium.
Und ich habe mir deine Bilanzen etwas näher angesehen vom Backhaus Verlag. Und du machst ungefähr, also zumindest jetzt die Jahre 2019, 2020, sehr kontinuierlich ungefähr immer so eine 500.000 Umsatz. Und jetzt habe ich mal überschlagen, so der durchschnittliche Flug in Deutschland sind ungefähr 1.000 Kilometer. Sagen wir mal, der durchschnittliche Flug dauert tatsächlich eine Stunde. Du hast 30 Flüge davon pro Jahr durchschnittlich. 4.000 Euro sind 120.000 Euro. Bei einer 500.000 120.000 Euro Reisekosten ist ja doch schon wesentlich als Reisekosten, nur in diesem isolierten Bereich. Bist du jemand, der sagt, es ist wirklich so, dass dein Komfort über die Mehrung deines eigenen Wohlstandes, also dass es darüber steht? Weil wenn ich mir die Bilanzgewinne anschaue, also demnach wahrscheinlich auch das, was du dir ausschüttest, von deinen ganzen Nebengeschäften mal abgesehen, ist es ja doch wesentlich. Und das würde auch wieder so deine initiale These untermauern, dass es dir mehr um diese Passion, um dieses Leben als Unternehmer und die damit einhergehende Freude geht, als darum jetzt so wie Dagobert Duck seine eigenen Taschen maximal zu füllen. Würdest du das so bestätigen? Naja gut, also einmal das mit den Bilanzen lesen, das üben wir nochmal. Ja, also einmal sind es ja sehr, sehr viel mehr Unternehmen als dieses eine Unternehmen. Ich habe nur, absolut, ja. Es ist ja eine Unternehmensgruppe und ja. Aus den meisten Bilanzen kann man sehr, sehr schwer Umsatz und Gewinn ablesen. Klar, über Eigenkapital und so weiter kann man so ein bisschen drauf schließen etc. Aber meine privaten Sachen kommen noch dazu. Das ist das, was viele auch vergessen, dass all meine Bücher und Lizenzen und so weiter und so fort, und ehemalige Beteiligungen und Geschäfte. Ja. Alles über mich privat laufen. Ja. Und nein, aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Grundsätzlich ist es so, dass es mir sehr viel wert ist und einen hohen Stellenwert ausmacht. Das heißt, alles, was mit Komfort zu tun hat, ja, also ich möchte nicht irgendwie mit 100 Millionen auf der Bank sterben, so, weil ich sehe das als sinnlos an. Ich habe auch keine Kinder und ich kriege auch keine etc. Also das heißt, ich muss es auch niemandem hinterlassen etc. Ja. Das heißt, ja, ein hoher Teil des Umsatzes, der sonst vielleicht im Gewinn landen würde, gebe ich ihm aus. Ja, nee, das ist ein fairer Ansatz. Aber du meintest, es ist schwer aus der Bilanz rauszulesen. Zum Glück war in deinem Jahresabschluss auch die G&V mit angehangen. Von dem her war die Zahl relativ präzise. An einem war tatsächlich fehlerhafterweise ein G&V. Und dann gab es auch mal eine Korrektur ohne G&V. Genau, im Bundesanzeiger wurde es zwar nicht veröffentlicht, also die Korrektur, ich habe nur die letzte Veröffentlichung gefunden, da war die G&V mit angehangen aus dem Geschäftsjahr 2020, vielleicht schaust du da nochmal nach. Da müsste aber eine Korrektur drüber sein. Ich habe sie nicht gefunden, also ich habe einfach das aktuellste Update zu dieser Backhaus Verlag GmbH, aber das war mir schon klar, weil logischerweise, wenn du Sachwertmagazin machst, dann bist du wahrscheinlich doch interessiert daran, die entsprechenden Konstrukte zu nutzen, um auch eine Vermögensmehrung herbeizuführen, dass diese eine Gesellschaft das möchte. Es ist ja eine Holding mit mehreren GmbHs und insbesondere die GmbHs unter 50% tauchen ja auch nicht auf unter meinem Namen. Ja, richtig. Also das muss man an der Stelle nochmal ganz deutlich erwähnen. Das war nicht dieser Versuch, dich zu diskreditieren, weil 500.000 sind immer noch 500.000, sondern das war nur so diese Herbeiführung. Ich denke, du wirst wahrscheinlich über die Gesellschaft abrechnen, dann dein Geschäftsflug, weil es ja auch mehr Sinn macht, aber dass du in deiner Sphäre, in deinem Wirken und in deinem Netzwerk noch viel, viel mehr Geschäfte abwickelst, mit wahrscheinlich entsprechend hohen Transaktionsvolumina, versteht sich, glaube ich, von selber, aber ich hoffe, es ist an der Stelle nochmal deutlich geworden. Vielleicht, und wir kommen langsam zum Ende des Interviews, weil ich ja weiß, dass deine Zeit sehr knapp bemessen ist und wir hatten ja von Anfang an ein gewisses zeitliches Kontingent definiert für dieses erste Interview. Würde mich interessieren, was du den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern mit auf den Weg geben würdest im Rahmen deiner eigenen Erfahrung. Insbesondere vielleicht auch in Anbetracht der gegenwärtigen Zeit. Extrem hohe Inflation. Wir haben seit ganz, ganz langer Zeit, leider Gottes, und ich hoffe, es ist bald wieder vorbei, Krieg in Europa. Wir laufen in eine nicht ganz einfache Rohstoffsituation in Deutschland hinein. Wie würdest du, also müssen die jungen Unternehmer sein, können auch durchaus ältere sein, aber welchen Tipp würdest du gehen, um mit diesem multiplen Druck, der da auf einem dann lastet, umzugehen? Ich halte Bildung für sehr wichtig und zwar über Bücher. Ich bin ein großer Buchfan, also jetzt nicht nur irgendwie von meinen eigenen Büchern oder sowas, auch wenn es natürlich eine gute Startlektüre ist, aber es gibt eben tausende Bücher.
Bücher, die man lesen kann, die sich mit Krisen beschäftigen. Insbesondere, wenn man als Unternehmer agiert. Wenn man Unternehmer ist, dann hat man sehr viel mehr Krisen und auch sehr viel größere Krisen als die meisten Durchschnittsmenschen. Und ich finde, darauf sollte man sich in gewisser Art und Weise vorbereiten. Und das tun wenige und laufen deswegen eben sehr panisch dann in irgendwelche Krisen hinein, weil sie sich nicht vorstellen können, wie sie damit umgehen müssen oder sollen. Und da haben mir persönlich immer Bücher geholfen, wenn jemand Biografien liest, Ratgeber, also sowohl spirituell als auch Business-Ratgeber etc., damit man einmal lernt, mit sich selbst umzugehen, aber eben natürlich auch mit im geschäftlichen Umfeld etc. Das hilft ungemein. Und da kann dann Inflation kommen oder Krieg oder was weiß ich. Du hast über vieles dieser Themen dann schon mal gelesen, weil sie sich ja immer wiederholen in der Geschichte. Und ja immer, also ich will ja jetzt nicht von Zyklen sprechen, weil das falsch wäre, aber es gibt eben immer Krieg auf der Welt. Und es gibt immer Inflation, entweder in der Türkei oder in Europa. Und es gibt immer mal Wirtschaftswachstum und Wirtschaftseinbruch und politische Herausforderungen etc. pp. Und dadurch, dass sich diese Probleme weltweit immer wiederholt haben über die Jahrhunderte, sind sie eben auch in vielen solcher Bücher veröffentlicht. Inklusive, weil Bücher in der Regel danach geschrieben werden, also in der Retrospektive, stehen da dann auch gleichzeitig die Lösungen drin. Und davon habe ich persönlich immer sehr profitiert und empfehle das eben auch, ob jungen oder alten Unternehmern, egal, sich eben mit der Geschichte oder auch mit Geschichten zu beschäftigen. Vielen Dank. Also ich kann mich da, glaube ich, deinen Worten ziemlich kommentarlos anschließen. Bücher, man sieht es ja auch im Hintergrund, ja, überall stehen bei uns Bücher, weil sie einfach ein sehr dankbares Instrument sind, um Wissen zu absorbieren. Ich würde vielleicht gerne nochmal auf dein aktuelles Buch eingehen, weil ich finde es ja selbst an deinem Hintergrund Bullshit Rules, ein wie immer von dir bewusst gewählter, aber dennoch nicht weniger provokanter Titel. Was verbirgt sich hinter dem Werk Bullshit Rules? Das sind 50 Regeln, so heißt auch der Untertitel, die Sie brechen müssen, um Erfolg zu haben. Und es sind 50 Glaubenssätze, so möchte ich sie mal nennen, oder 50 dumme Ratschläge, die man uns im Leben mitgegeben hat. Und denke positiv, denke langfristig, bleibe immer bei der Wahrheit, achte auf deine Sprache, abwarten und Tee trinken, bla 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 bla. Und diese Regeln sind halt total kontraproduktiv. Nur das Problem ist, man merkt das nicht, weil man das gar nicht hinterfragt, weil die begleiten einen ja schon das ganze Leben lang. Ja. Und was ich in dem Buch gemacht habe, immer auf zwei Seiten, eine Regel auf zwei Seiten zu zerlegen und sozusagen herzuleiten, warum diese Regel Unsinn ist und warum sie einen im Erfolg behindert. Und da habe ich jetzt schon echt viele, viele Leserkommentare bekommen, wie augenöffnend das ist, wenn man die eine oder andere Regel liest und sich selbst erwischt, dass man sie ständig anwendet, obwohl sie eigentlich den eigenen Erfolg behindert. Interessant. Finde ich einen großartigen Ansatz, denn ich glaube, nichts ist schlimmer als das, was man im Englischen als Common Sense bezeichnet, also so dieses Allgemeinwissen. Das machen doch alle so. Das, was alle machen, ist in der Regel ein sehr gefährlicher Pfad, den man sich da auswählt und den man dann letztlich beschreitet. Man ist immer relativ gut damit gefahren, zumindest als Unternehmer oder als jemand, der die Dinge anders machen möchte, die Dinge dann auch wirklich faktisch anders zu tun und anders darüber nachzudenken. Und ich bin aktuell mit diesem literarischen Werk von Saigin Yalcin im steten intellektuellen Konflikt. Und der meinte ja, erfolgreiches Unternehmertum definiert sich vor allem darüber, dass man das, was man durchaus als menschlicher Autopilot bezeichnen könnte, so häufig wie möglich abschaltet. Also diese Dinge, die wir als Selbstverständliche nehmen, so gehört sich's doch oder das sagt man so, um die möglichst auszuklammern, um diese Dinge einfach in Frage zu stellen. Und ich hoffe, dass Gegenstand unseres heutigen Gesprächs so viele kleine Informationspieces waren, um den Status quo im Leben des Einzelnen in Frage zu stellen, um vielleicht im Nachgang bessere Entscheidungen zu treffen. Und es wird ja sicherlich den einen oder anderen geben, der sich sehr für dich interessiert, lieber Julian. Wie können die Leute dich denn am allerbesten erreichen, wenn sie das möchten? Also mich persönlich bitte nicht erreichen. Also daran habe ich nicht so viel Interesse. Aber ich habe natürlich Social-Media-Kanäle, auf denen man mir folgen kann. Und den Unsinn, den ich so verzapfe, kann man sich dann da anschauen. Also Instagram, LinkedIn, Xing, Facebook, YouTube. Also da bin ich eigentlich überall vertreten. TikTok. Sehr gut. Ich werde es in den Shownotes zu dieser Folge verlinken, damit ich die Leute dann zumindest aus der Distanz wahrnehmen und einfach auch ein wenig von deinem Erfolgsdenken absorbieren können, ohne dass du dabei
unangenehmerweise tangiert wirst. Lieber Julian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit im Zusammenhang mit den tangierten Themen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir einen zweiten Teil zu diesem Interview an späterer Stelle aufnehmen könnten, um einfach auch den ganzen Verlauf deiner eigenen Karriere noch mehr in den Fokus zu rücken, weil ich glaube, man kann sehr, sehr viel von dir lernen. Und wie gesagt, ich danke dir ganz herzlich und freue mich dann hoffentlich auf eine progressive Zukunft, möglicherweise mit der einen oder anderen Zusammenarbeit.